In den letzten Videos habe ich immer mal wieder die Spielergesundheit thematisiert. Da ging es um zum Beispiel den Kreuzbandriss. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Ein Spieler, der sich nach dem Kreuzbandriss wieder zurückkämpfen wollte. Doch was ist eigentlich mit der Trainergesundheit? Gibt es eigentlich als Tennistrainer auch Dinge, auf die ihr achten solltet, damit ihr möglichst lange Spaß an diesem Beruf habt? In diesem Video möchte ich gleich zwei Dinge vereinen. Einmal erzähle ich euch meine Leidensgeschichte und was mir geholfen hat. Zum anderen erkläre ich euch, was dieser Ballkorb damit zu tun hat. Du bist auf der Suche nach Tennisübungen für dein Tennistraining? Dann habe ich etwas für dich. Checkt out meine neue Plattform tennistraining-online.com. Über 1000 Tennisübungen warten dort auf euch. Viel Spaß! Das ist ja also der Wilson Teaching 150 Ballkorb. Und warum ich diesen Ballkorb so stark feiere, das erzähle ich euch gleich. Ich möchte nur vorwegnehmen, dieses Video ist komplett losgelöst von irgendwelchen Werbungen, Werbepartnerschaften oder sonst was. Nein, Wilson bezahlt mich jetzt hier nicht, dass ich Werbung für dieses Produkt mache, sondern ich mache das aus reiner Überzeugung. Denn wenn ich ein Produkt vorstelle, dann ist es auch wirklich was, was ich euch empfehlen kann. Und das ist mir wirklich viel wert. Also das hier kein Werbevideo, sondern eine Empfehlung von mir an euch. So, warum empfehle ich diesen Ballkorb? Es ist der einzige Ballkorb, der in dieser Form höhenverstellbar ist. Ich möchte es kurz zeigen. Ich hebe ihn dafür mal hoch. Wenn ihr unten seht, im Moment ist er auf die höchste Stufe eingestellt. Und warum ist das so wichtig? Wir haben ja eben gerade gesagt, Gesundheit des Trainers. Da muss ich ein bisschen von meiner Leidensgeschichte erzählen. Ich bin Bandscheibenpatient. Ich habe einen ziemlich großen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule C6, C7. Damals, wo wir deutsche Meisterschaften gespielt hatten und im Finale standen in der Bundesliga, musste ich leider passen, denn ich hatte sogar schon einen gelähmten Trizeps. Das heißt, es war wirklich so extrem, dass ich, wenn ich einen Dartpfeil an die Dartscheibe werfen wollte, kam der Dartpfeil nicht mehr an der Dartscheibe an. Das heißt, der komplette Trizeps war bei mir gelähmt und ich habe immer Probleme hier in diesem Segment, gerade auf der linken Seite. Und nach 5-6 Stunden Tennistraining war das immer besonders schlimm. Vor allen Dingen in der Halle, wo es relativ kalt war. Im Idealfall, in Anführungsstrichen, habe ich vorher auch noch Einzeltraining gegeben, habe mitgespielt, habe geschwitzt und dann der kalte Zug auf die Halswirbelsäule. Was habe ich mich wirklich gequält, teilweise nach 5-6 Stunden Tennistraining auf dem Tennisplatz. Und hier kommt jetzt dieser schöne Ballkorb ins Spiel. Ich habe jetzt hier meinen alten Ballkorb mal mitgebracht. Das ist tatsächlich der Ballkorb, mit dem ich früher als kleiner Junge noch Tennistraining bekommen habe. Und ich wollte mich eigentlich nie von diesem Ballkorb lösen. Ich habe tatsächlich damit jahrelang Tennistraining gegeben, weil man hier mit dieser Funktion wunderschön sammeln kann. Man brauchte keine Ballröhren. Und da habe ich immer gesagt, das ist so komfortabel, ich werde diesen Ballkorb niemals abgeben. Außerdem total unkompliziert. Einmal umgedreht, kann man hinstellen. Hier muss man auf- und abbauen bei diesem Ballkorb, hier bei dem Wilson. Also warum machst du dir denn den ganzen Aufwand? Du bleibst schön bei diesem Ballkorb. So, bis ich dann vor über einem Jahr wirklich Probleme bekommen habe mit der Halswirbelsäule, dauerhafte Probleme, also dauerhaftes Einschlafen der Finger und so weiter. Und ich musste in meinem Leben einfach was umstellen. Und da habe ich nachgedacht, was machst du eigentlich immer täglich? Was sind so die Hauptsachen, die du täglich im Leben machst? Und da ist natürlich das Tennistraining nicht weit. Und jetzt möchte ich kurz demonstrieren, wie ich hoffe, man sieht es, wie ich jahrelang Tennistraining gegeben habe. Und wenn man jetzt hier einfach mal in diesen Ballkorb sieht, der ist nicht höhenverstellbar und ihr habt sehr wahrscheinlich auch keinen Ballkorb, der höhenverstellbar ist. So, und jetzt ist es noch relativ bequem. Und wenn ich jetzt mal überlege, habt ihr mal gezählt, wie oft ihr als Tennistrainer am Tag in diesen Ballkorb reingreift? Also ich komme auf eine stattliche dreistellige Zahl, definitiv. Wenn ich 5-6 Stunden gebe, wie oft greife ich da rein? Ich hole immer 3 Bälle raus, manchmal 4. Und dann könnt ihr euch hochrechnen, wie oft ihr diese Bewegung macht. So, und jetzt gucken wir einfach mal auf meine Wirbelsäule. Ich hoffe, vom seitlichen Profil sieht man das ganz gut. Ich mache den, mache meinen Hals runter, muss nach unten gucken, spiele die Bälle an, spiele die Bälle an. So, jetzt tun wir mal so, als ob die Bälle jetzt hier sogar alle schon aus dem Korb gespielt sind. Und dann wird natürlich auch die Tiefe des Ballkorbs immer tiefer. So, das heißt, jetzt habe ich nur noch ein paar Bälle da drin. Und jetzt seht ihr, jetzt muss ich schon hier den machen. Ja? Und ihr seht richtig, wie ich meinen Hals hier verrenke. Jeden Tag, über Jahre lang habe ich das gemacht. Und dann wundere ich mich natürlich, warum tut mir denn ständig da der Hals weh?
Also, um es vorwegzunehmen, dieser Ballkorb hier, der Wilson, der hält keinen Bandscheibenvorfall, aber er macht euch das Leben deutlich einfacher. Denn er ist höhenverstellbar und wenn ich jetzt hier sehe, der ist auf der höchsten Stufe, ich muss, ja, wenn ich jetzt hier Bälle anspiele, so stehe ich hier, zack, und nehme mir wieder raus. Ich muss nicht den machen, nicht mehr den machen. Und ich kann euch garantieren, ich habe seitdem viel, viel weniger Probleme, seitdem ich diesen Ballkorb tatsächlich nutze. Daher möchte ich euch diesen Ballkorb jetzt genauer vorstellen. Eigenschaften dieses Ballkorbs und Detailaufnahmen hier für euch. Meine größten Befürchtungen bei dem Wechsel auf diesen Ballkorb war ja der Komfort. Und jetzt muss man wirklich sagen, ja, wirklich viel Platz nimmt das natürlich nicht weg. Das Gestell lässt sich wunderbar einfahren. Ich kann natürlich hier, seht ihr die Höhenverstellung. Das heißt, das sind jetzt hier, ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera, das sind so 3 Pins. Da kann ich eben sagen, wie hoch denn das Rad eingestellt werden soll. Ja, also ich kann es hier reinschieben, dann geht er in die nächste Stufe und in die nächste Stufe. Also 3 Stufen habe ich. Ich arbeite, mit einer Hand ist das schwierig, so. Ich arbeite in der Regel mit der höchsten Stufe. Zusammengeklappt, klappen lässt sich das Ganze wunderbar. Hier ist ein Hebel, dann ziehe ich den zusammen, kann den wunderbar verstauen. Ich denke mal, das kennt ihr aus dieser Art von Ballkörben mit Gestell. Die Rollen bin ich positiv überrascht. Natürlich in der Halle überhaupt kein Problem, da ist alles schön eben. Aber auch selbst hier auf Sand, ja, ich mache den nochmal auf, so. Selbst hier auf Sand, ja, rollen einwandfrei. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Hat Wilson klasse umgesetzt. Die Rollen sind wertig. Und man muss natürlich auch sagen, immer wieder kommt es natürlich auch mal vor, dass ein schneller Ball auch mal hier gegen das Gestell geht. Da ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Keine Delle oder sonst irgendwas. Also wirklich sehr wertig und eine gute Qualität. So, mitgeliefert wird eben der Original Wilson Sack. Der wird dann hier entsprechend eingehakt. Einmal an diesen 4 Punkten. Das ist mit dem Wilson-Sack sehr, sehr einfach. So, und ich habe es ja eingangs erwähnt, das war es auch schon. Ich habe es ja eingangs erwähnt, ich habe mit der Firma Wilson relativ wenig zu tun. Daher habe ich mir noch einen zweiten Sack gekauft. Und natürlich macht ein zweiter Sack auch Sinn, denn natürlich habt ihr nicht nur die eine Art von Bällen, sondern ihr habt sicherlich auch, ja, vielleicht Stage 1 Bälle, Stage 2, Stage 3. Also eigentlich macht für jede Art von Bälle ein Sack quasi Sinn. Was man jetzt allerdings ein bisschen sagen muss, nicht die Originalsäcke, sind etwas eng, ja, also eng beschnitten. Die passen natürlich hier auch drauf. Allerdings ist es ein bisschen friemelig, ja. Also ich zeige das mal. So ein Tennis Point Sack, der hat jetzt nicht die gleiche Maße wie der Wilson. Ich hake den erst hier ein, dann hake ich ihn auf der Diagonalen ein. Das geht noch alles wunderbar. Und gerade wenn der Sack jetzt hier richtig voll ist, hier sind jetzt relativ wenig Bälle drin. Der dritte geht auch noch relativ gut, aber ihr seht schon, jetzt muss ich schon ziemlich stark hier drüber gehen. Das geht auch noch. So, und jetzt der vierte, der ist tricky. Ja? Also hier muss ich jetzt schon extrem ziehen und manchmal geht es nicht. Da muss ich hier einmal die Arretierung zusammenschieben, einmal lösen hier. So, ja, dass er sich so ein bisschen zusammenschieben lässt. Aber auch dann, wenn das einmal gemacht ist, geht auch dieser Ersatzsack wunderbar drum. Also ihr könnt auch andere Säcke benutzen, andere Ballsäcke. Ist kein Problem mit ein bisschen Friemelei. Geht das. Ich habe euch jetzt viel über die Vorteile von diesem Ballkorb erzählt. Aber natürlich, jedes Produkt hat auch irgendwo seine Nachteile.
Diese Nachteile sind für mich aber so geringwertig im Gegensatz zu den Vorteilen, nämlich dass ich eben weniger Rückenschmerzen habe durch die Skalierbarkeit des Korbes. Daher fällt es eigentlich nicht groß sonderlich ins Gewicht. Erster Nachteil, natürlich der Preis. Wilson lässt sich das Ganze ganz gut bezahlen, wie ich finde. Ein wertiges Gestell, es muss ein bisschen was aushalten. Es muss auch mal aushalten, dass ein Ball mit 120 hier gegen kommt und nichts passiert. Das hält er aus und dafür finde ich dann auch den Preis gerechtfertigt. 110 Euro kostet er dir im Moment bei Tennis Point. Wenn ihr ihn über mich bestellt, kriegt ihr nochmal einen 10 Euro Rabatt. Also bei mir kostet er 99,95. Ihr könnt übrigens jedes weitere Produkt auch von Tennis Point bei mir anfragen. Ich mache euch ein gutes Angebot. Also ihr könnt mich da gerne kontaktieren. Ja, der Preis zum einen. Zum anderen, ich habe es schon erwähnt, das Wechseln der Ballkörbe, der Ballsäcke. Wenn ihr nicht original Wilson verwendet, ist zumindest beim Tennis Point Sack relativ friemelig. Geht aber auch. Ich habe es euch eben demonstriert. Und ja, was haben wir noch für einen Nachteil? Natürlich, die Stabilität. Ja. Aber ja, ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich mache euch jetzt mal einen Wheelie-Test hier. Ja, ihr seht, wenn ich das weiß, dann ist das nicht so, dass euch dieser Ballkorb um die Ohren fliegt. Ja. Selbst schieben kann ich ihn vorsichtig auf höchster Stufe. Wenn ich natürlich den Ballkorb etwas runterstelle, dann ist er natürlich genauso stabil wie die anderen, die eben nicht höhenverstellbar sind, auch. Also für mich drei kleine Mankos, aber absolut verschmerzbar, wenn man den Vorteil, den großen Benefit sieht, nämlich, dass man eben eine viel bessere Haltung als Tennistrainer hat. Ja, das war es eigentlich zum Feedback vom Wilson Teaching 150. Ein tolles Gerät, kann ich nur sagen. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Produkt oder eben das Produkt bestellen wollt, dann kontaktiert mich einfach bei Fragen einfach unten in die Comments. Und wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann auch mal wieder ein Gadget, ein Produkt, was ich vorstellen möchte. Nicht muss, weil ich irgendeine Werbepartnerschaft gemacht habe, sondern einfach, weil es mir am Herzen liegt, dass ihr wisst, was gut ist in eurem Training, für euer Training und was nicht. In dem Sinne, bis dahin, euer Martin und danke fürs Zuhören.